Ich will aber nicht in Urlaub. Na und ich will auch nicht in Supervision. Interessiert kein Schwein, was wir wollen. Ich hab dir schon einen Platz in der Lüneburger Heide besorgt. St. Magnus. Sport, Wassertreten, das ganze Programm. Da kommst du ja nicht auf dumme Gedanken. Wieso das denn? Woher hast du denn das gewusst mit dem Urlaub? Ich hab das nicht gewusst. Ich hab das angeleiert. Ja, meinst du, ich hab das nicht gemerkt, dass du schon seit ewig keinen Urlaub mehr hattest? Meinst du, ich merke das nicht, wenn einer von meinen Leuten ausgenutzt wird? Da hättest du mich ja auch mal Doch, fragen können. Doch, Selge da, du. Der hat mich vielleicht schön was erzählt. Die Frau leitet einen öffentlichen Betrieb und hat keine Ahnung, was im Rahmen Tarifvertrag steht. Ich meine, ist sie krank oder was? Sie ist Psychiaterin. Ja, dann soll die Schädel aufbohren oder was. Aber nicht einen Betrieb des öffentlichen Dienstes leiten. Wir haben dafür 30 Sekunden Zeit. 30 Sekunden finde ich ein bisschen knapp. Also hier ist Raimund. Ich will eigentlich Charlie sprechen, aber der kann mich ja anrufen. Kann er hier im Büro anrufen. Hier ist jeden Tag einer ab 10 Uhr oder was weiß ich, wann die hier kommen. Jedenfalls anrufen ist eigentlich immer einer da. Jetzt weiß ich die Nummer vom Büro hier gar nicht. Ferdi, hast du mal die Nummer vom Büro? Hallo, hier ist Ferdi. Die Nummer ist 030 29 33 759. Das ist eine Nachricht von Ferdi und Raimund für Charlie. Achtung, Achtung, er soll dringend mal zurückrufen. Nachricht für Charlie, over and out. Ende, alles von Charlie. Charlie? Was sind das denn für Typen, die dich Charlie nennen?